Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck mit der nächsten Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, einmal der Hinweis zum Gewinnspiel. Ich verschenke in jeder Folge Marktübersicht und Analyse eine kleine Menge Merch. Wenn ihr teilnehmen möchtet, müsst ihr einfach nur zwei Dinge tun. Einmal meinen Kanal abonnieren, am besten die Glocke daneben aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und einmal einen Kommentar posten. Mit eurer Verge-Adresse und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche für Analysen, einfach in die Kommentare mitposten mit der Verge-Adresse und dann löse ich das im nächsten Video auf. Auch in diesem Video werde ich das Gewinnspiel vom letzten Video auflösen. Das mache ich am Ende, also bleibt dran und viel Spaß jetzt bei der Marktübersicht und Analyse. Ja, das Market Cap liegt heute bei 570 Milliarden US-Dollar. Also da hat sich in den letzten beiden Tagen nicht viel getan. Die Bitcoin-Dominanz aber, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ist dabei immer weiter zu sinken. Bei einem Allzeittief ungefähr jetzt bei 38,3%. Also der Bitcoin im Gegensatz zu den Altcoins nicht gut unterwegs. Auch in den letzten 24 Stunden wieder minus 10%. Das hatte ich auch im letzten Video gesagt, dass er jetzt wieder auf dem Weg dorthin ist zum Tiefpunkt der letzten Korrektur und dass es sich dann dort entscheiden wird, wie es dann weitergeht. Werden wir uns gleich auch auf jeden Fall im Chart nochmal angucken. Also Bitcoin im Moment bei ca. 13.000 Dollar. Ripple hat Ethereum überholt, ist auf Platz 2 mit einem Market Cap von 90 Milliarden US-Dollar, 2,30 Dollar, hat plus 30% gemacht, war zwischenzeitlich noch höher, können wir uns gleich auch im Chart angucken. Ethereum minus 5% bei 700 Dollar, also hat hier deutlich nachgelassen und hat auch Ripple vorbeiziehen lassen. Ist jetzt ein Unterschied von 22 Milliarden US-Dollar hier. Ripple auf Platz 2. Bitcoin Cash auch keine große Bewegung, aber Cardano haben wir uns einige Videos vorher mal angeguckt. Paar Tage war es ruhig und jetzt ist der Ausbruch passiert. 60 Cent Allzeithoch. Hat Litecoin überholt, IOTA minus 10% bei 3,17 Dollar. Ansonsten ein bisschen Mischmasch hier, einige Coins, die hier sehr gut zulegen konnten in den letzten 24 Stunden. Stellar Lumen ist ja im Endeffekt sowas ähnliches wie Ripple, ist aus einem Ripple Fork entstanden. Die beiden im Gleichschritt im Plus auf jeden Fall, inzwischen Stellar auf Platz 10, Monero bei 340 Dollar. Aber der größte Teil, wie ihr hier seht, im negativen, im Kursverlustbereich und einige sogar sehr stark am Verlieren, am Boden verlieren. Mal schauen, was der Bitcoin jetzt in den nächsten Tagen macht. Das werden wir uns jetzt gleich in den Charts anschauen. Fangen wir jetzt auch mal direkt damit an. So, das ist hier der Bitcoin-Dollar-Chart. Eine Kerze ist ein Tag. Im letzten Video vor 2 Tagen habe ich gesagt, da waren wir ungefähr hier, dass er auf dem Weg ist zu diesem Tief der Korrektur bei 11.000 Dollar. Schaut euch dieses Video an, da ist eine kleine Prognose auch für 2018 drin, was ich denke, was passieren könnte. Einige Szenarien, auf jeden Fall ist er auf dem Weg jetzt hier in den nächsten, vielleicht sogar heute noch, vielleicht morgen, wird sich dann entscheiden, was der Kurs dann hier in diesem Bereich dann tun wird. Ob er halt dann hier drunter bricht und dann halt komplett abstürzt oder ob er von hier abprallt und dann eine Seitwärtsbewegung vorliegt oder wenn hier dieses Hoch von vor ein paar Tagen übertroffen wird, dann können wir auch sehen, dass vielleicht ein neues Allzeithoch entsteht. Diese Szenarien habe ich auf jeden Fall sehr detailliert im letzten Video dargestellt. Also da gibt es im Moment nichts Neues. Der ist im Moment jetzt hier auch auf jeden Fall an der 50er, an einem 50er gleitenden Durchschnitt. Mal schauen, ob er schon hier abprallt vielleicht, aber wenn er hier drunter geht, das wäre auf jeden Fall die nächste Unterstützung hier, diese Linie, wo die auch die letzte Korrektur mit diesem großen Volumen abgeprallt ist. Also falls euch das interessiert, schaut die letzte Folge an. Da brauche ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Da gibt es jetzt auch nichts Neues zu sagen. Also das war irgendwie schon klar, dass er jetzt nach unten zieht und wahrscheinlich auch bis hier runterziehen wird ungefähr. Und was dann passiert, das muss man natürlich abwarten und diese Bereiche halt sich näher anschauen und vor allem auch vorsichtig sein, weil wenn dieser Bereich hier durchbrochen wird, dann kann es auch ganz schnell wieder 40, 30, 40, 50% runtergehen bis auf 7.500. Das wäre die nächste
Unterstützung. Ja, kommen wir mal zu dem Ripple-Chart. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Da kann man es ein bisschen besser sehen. Im letzten Video hatte ich euch gesagt hier, dass es bei Ripple so aussieht, als würde er das Allzeithoch nochmal testen wollen. Dieser Widerstand hier hat er dann auch gemacht und hat den so schön durchbrochen. Ging bis auf 2,80 Dollar. Wir können uns das mal anschauen, wenn man hier diesen Widerstand als Einstiegspunkt nimmt, dann wären das auch nochmal 115% bis nach oben. Der korrigiert jetzt ein bisschen nach unten. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Es ist klar, dass das jetzt nach Zoom nach über 100% Gewinn ist. Das normal, dass es jetzt hier ein bisschen Gewinnmitnahmen gibt. Man kann ja auch mal hier das Fibonacci Retracement von hier unten reinlegen und schauen, bis wohin das hier gehen könnte. Wir sind auf jeden Fall in dem Bereich hier, wo es abprallen könnte. Weiter drunter sollte er auf jeden Fall nicht fallen. Das ist ja auch hier der Bereich, wo der gleitende Durchschnitt hier ist. Also der kam hier gerade schon bis 1,73 Dollar, geht jetzt hier hoch. Könnte sein, dass es halt von hier wieder abprallt und dann von dort aus wieder nach oben geht. Man sieht auch sehr schön, nach dem Ausbruch des Widerstandes sehen wir hier sehr schön, dass das Volumen komplett hochgeschossen ist. Der Trend wurde auf jeden Fall vom Markt bestätigt. Und jetzt, nachdem die Korrektur jetzt und die Gewinnmitnahmen hier stattfinden, ist das Volumen halt viel niedriger. Und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass jetzt hier keine Panikverkäufe natürlich stattfinden, sondern einfach nur, dass es Gewinnmitnahmen sind und dass da jetzt eine kleine Korrektur stattfindet. So, bei Cardano hatten wir das auch. Wir hatten, glaube ich, vor zwei, drei Videos uns das mal angeschaut. Hatten wir hier einen schönen Widerstand gesehen. Beim Allzeithoch, auch hier wurde der komplett durchgebrochen, auch hier ging das Volumen, wenn man sich das hier unten mal anschaut im Volumenbereich hier, sieht man auch hier, dass es dann halt hier so hoch ging, nachdem es ausgebrochen ist, ist dann bis auf 5200 Satoshis hier hochgeschossen, das ist hier der Bitcoin-Chart, also Cardano zu Bitcoin-Chart, und jetzt ist hier halt eine kleine Korrektur, auch wie beim Ripple, das ist aber auch wieder nichts Überraschendes oder also das ist normal und man sieht auch hier, wie ich schon öfter erwähnt habe, diese gleitenden Durchschnitte ist natürlich jetzt der Abstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt, dem ersten hier und dem Kurs gerade sehr hoch und das verhält sich, kann man sich so vorstellen, wie ein Gummiband. Wenn dieser Abstand, je größer der wird, desto größer ist dann auch die Kraft, dass der Kurs dann halt auch zum gleitenden Durchschnitt wieder auch zurückzieht und deswegen sind auch diese kleinen Korrekturen gar nicht so schlecht. Dann kann der gleitende Durchschnitt hier so ein bisschen mit hochziehen und kann dann eine gute Unterstützung darstellen. Also Cardano, wie gesagt, ist auf Platz 5 gesprungen. Sehr, sehr gutes Projekt. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Wenn euch das interessiert, was Cardano überhaupt ist, könnt ihr euch das gerne anschauen. Auf jeden Fall sehr gutes Zeichen dafür, dass Cardano im Moment sehr gut läuft. Zum Abschluss nochmal Verge. Wir haben uns in den letzten Wochen Verge immer wieder mal angeschaut. Und bei Verge ist es so, dass jetzt die technische Analyse gar nicht so wichtig ist, sondern da geht es um das Wraith-Protokoll. Das sollte schon im Dezember längst schon draußen sein, aber jetzt kamen halt die Gerüchte auf, dass zwischen Entwicklern und dem Marketing-Team keine Kommunikation herrscht seit 2 Monaten. Ist ein Gerücht, deswegen ist es auch so hart abgestürzt. Und laut den offiziellen Announcements soll es noch dieses Jahr kommen und jetzt halt die Frage, kommt es halt bis Silvester, also bis morgen Abend, kommt das dann halt noch raus oder nicht? Falls es rauskommt, dieses Update, dieses Wraith-Protokoll, dann wird's, bin ich mir ziemlich sicher, hochschießen. Falls nicht, dann werden wir hier auf jeden Fall noch krassere Kursverluste sehen, weil dann das Vertrauen auch ziemlich weg ist. Auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Chartanalyse nicht die einzige Sache ist, sondern auch fundamentale Analysen sind sehr wichtig, deswegen müsst ihr euch auch immer in die Coins sehr gut einlesen. Man kann hier nicht natürlich wie eine Glaskugel hier reinschauen, man kann ein paar Sachen vorahnen und Unterstützung und Widerstände sehr gut benutzen, aber bei Verge zum Beispiel, da kann man jetzt nicht wirklich was analysieren, weil da wird es einfach morgen drauf ankommen, ob das Update kommt oder nicht. Da bin ich selber auch sehr gespannt. Falls es morgen kommt, dann gehe ich davon aus, das ist meine Meinung, ist keine Anlageberatung, dass es dann auch das Allzeithoch vielleicht knacken könnte nochmal. Und falls nicht, dann sehen wir auf jeden Fall den Absturz wahrscheinlich sogar bis hier, bis 8 Cent und vielleicht sogar noch drunter. Auf jeden Fall auch spannend zu beobachten, was da jetzt morgen kommt, heute oder morgen.
Bin mal echt gespannt. Also, wenn ihr am Verge-Gewinnspiel teilnehmen möchtet, wie gesagt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und einen Kommentar mit eurer Verge-Adresse in die Kommentare posten. Und jetzt lösen wir mal am besten das Gewinnspiel vom letzten Video auf. So, dann lösen wir mal das Gewinnspiel vom letzten Video auf. Mal schauen, wer die Verge kriegt. Ich werde das gleich nach dem Video, nachdem ich es hochgeladen habe, dann versenden. Eindeutig der beste Kanal für Analysen. Sehr gut alles auf den Punkt gebracht. Ohne Aussagen wie jetzt kaufen oder jetzt aussteigen. Sehr sachlich und hervorragend. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Ich werde dir die Verge gleich zusenden und dann wirst du die auch fix bei dir auf dem Wallet sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen hoch da und bis zur nächsten Analyse. Ciao, ciao.